Hallo, Tayo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Du bist super, Schall. Toll. Dein Auftritt gestern war so richtig gut. Ja. War doch die einfachste Übung. Wir sind immer super. Warum ist Toni noch nicht hier? Er kommt sonst eigentlich nie zu spät. Oh, vielleicht kommt er nicht wegen gestern. Vielleicht hat er auch einfach an einer grünen Ampel gestoppt. Ja, und wartet darauf, dass es endlich rot wird. Yo, halt bei grün an und fahr, wenn es rot wird. Hört sofort auf damit. Warum denn? Ist doch lustig. Oh, hi. Du schaffst das, Toni. Es ist ein warmer Nachmittag. Die kleinen Busse und ihre Freunde spielen auf dem Spielplatz. Fang mich, wenn du kannst. Ja, bleib sofort stehen. Noch einmal. Okay. Los, mach mir keinen Spaß, nur im Stau zu stehen. Also zähle ich bis 10 und fang mich an zu drehen. Hey, du gelbes Taxi, bleib mal stehen. Toni! Oh, hallo, Leute. Was geht? Komm, rutsch einmal mit uns die Rutsche runter. Schade, ich muss leider für den Talentwettbewerb üben. Talentwettbewerb? Aha, genau. Ich werde beim Bergfestival auftreten. Oh, wow, wie cool. Das ist super cool. Das wirst du gewinnen. Du bist richtig talentiert. Ich danke euch. Es macht mir auch richtig Spaß, vor Zuschauern zu rappen. Ihr kommt doch auch, oder? Na klar, wir kommen auf jeden Fall. Danke. Alle kommen und jubeln mir zu und singen Yo, Toni! Yo, Toni! Lauter Yo, Toni! Yo, Toni! Heute ist endlich das Bergfestival. Es geht los! Yay! Wow! Speed und Schein sind der Wahnsinn! Ja, aber ich will endlich Tonis Auftritt sehen. Ja, wo er doch so viel geübt hat. Was für ein toller Auftritt. Als nächstes auf der Bühne der kleine glückliche Rapper Toni. Yeah, boom, 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 yo. Es macht echt keinen Spaß, wenn der Verkehr mal steht. Du willst es nicht, aber kommst zu spät. Wir alle müssen irgendwann irgendwo sein. Willst du wissen, wie das geht? Zieh dir das hier rein. Wow, es ist so genial. Yo, Toni. Ist ziemlich gut. Aber echt, yeah, das ist mein Freund. Echt? Der ist richtig cool. Schau auf die Ampel, hier sind Farben zu sehen. Bei Rot darfst du fahren und bei Grün musst du stehen. Oh. Wie bitte? Bei Rot laufen? Er hat bei Grün anhalten gesagt. Heute ist der Gegenteil-Tag. Wenn man rot läuft, ist das gefährlich. Yo, yo, oh, das ist falsch. Oh nein, Toni ist völlig raus. Oh je. Oh, vielleicht tanze ich lieber. Alles in Ordnung, Toni. Es tut mir leid. Toni, oh nein. Am nächsten Tag. Du bist super, Schall. Toll. Dein Auftritt gestern war so richtig gut. Ja. War doch die einfachste Übung. Wir sind immer super. Warum ist Toni noch nicht hier? Er kommt sonst eigentlich nie zu spät. Oh, vielleicht kommt er nicht wegen gestern. Vielleicht hat er auch einfach an einer grünen Ampel gestoppt. Ja. Und wartet darauf, dass es endlich rot wird. Yo, halt bei grün an und fahr, wenn es rot wird. Hört sofort auf damit. Warum denn? Ist doch lustig. Oh, hi. Toni. Toni, schön, dass du da bist. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Oh. Bis bald. Bis bald. Macht's gut. Ich glaube, Toni steht noch immer unter Schock. Ja, in seinem Lieblingsfach Musik hat er auch nur so dagesessen. Wir sollten uns was einfallen lassen, um ihn aufzumuntern.
Und was könnten wir machen, damit er sich besser fühlt? Ah, jeder lässt sich auf seine Art was einfallen, um Toni schnell aufzumuntern. Okay! Tayo, der kleine Bus. Lani versucht als erstes, Toni aufzumuntern. Toni! Oh, Lani. Hast du Lust, dir mit mir Guardian X anzusehen? Ehrlich gesagt ist mir nicht so danach. Aber es soll so richtig spannend werden. Und ich möchte es wahnsinnig gern mit dir gucken. Komm schon, wie wär's? Okay, lass uns los. Juhu! Richtige Entscheidung, Toni. Hm? Nachdem du Guardian X geguckt hast, wirst du dich gleich viel besser fühlen. Okay. Und nun zum Wetter. In den nächsten Tagen erwarten wir viel Regen. Nach den Nachrichten geht es direkt mit Guardian X los. Damit sie nicht nass werden. Und nun ein Blick auf das gestrige Festival. Ah, ausgerechnet jetzt muss ein Beitrag über das Festival kommen. Am ersten Tag kamen viele Zuschauer zum Talentwettbewerb. Während eines Auftritts gab ein Auto mit einem niedlichen Fehler guten Grund zum Lachen. Rot darfst du fahren und bei Grün musst du stehen. Ich fahr dann mal wieder. Wir gucken Guardian X ein anderes Mal. Oh, Toni! Oh, das darf nicht wahr sein. Jetzt fühlt sich Toni noch schlechter als zuvor. Diesmal versucht Tayo, Toni mit einem Picknick aufzumuntern. Wie geht's dir? Ist es nicht viel besser, wenn man draußen ist? Ja, danke, Tayo. Gern doch. Frische Luft wird dich zu neuen Rap-Songs inspirieren, nicht wahr? Aber es sieht aus, als würde es gleich regnen. Laut Wettervorhersage wird es das nicht. Entspann dich. Oh, ich denke, wir sollten zurückfahren. Was? Nein, nein, nein. Es regnet doch kaum. Es donnert ja nicht einmal. Lass uns fahren. Na gut. Am nächsten Tag fahren Rory und Toni zum Vergnügungspark. Das wird lustig, stimmt's? Wow! Toni, jetzt sind wir an der Reihe! Aha! Oh, Rogi, was hast du denn? Ich kann mich plötzlich nicht mehr bewegen! Toni, ist alles okay? Ja, alles okay. Ich rufe Toto an und sag ihm, dass er herkommen soll. Bleib einfach hier stehen. Oh, Toni. So war das nicht geplant. So was Blödes. Dank uns fühlt sich Toni jetzt tausendmal mieser als vorher. Das stimmt leider. Was machen wir denn? Kinder! Hä? Hi! Hallo! Was macht ihr beiden denn hier? Wir treten hier auf. Manchmal singen wir hier, weil es uns so viel Spaß macht zu sehen, wie sich die Leute freuen. Verstehe. Es macht mir auch richtig Spaß, vor Zuschauern zu rappen. Ja, genau. Was hast du denn, Gani? Leute, was haltet ihr denn von dieser Idee? Erzähl schon. Danke, Toni. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Gute Fahrt. Bis dann. Toni! Hi! Bist du mit deinen Lieferungen schon durch? Nein, ein paar habe ich noch zu erledigen. Wirklich? Wenn du fertig bist, kommst du dann in den Park? Ja, klar. Aber wieso? Das siehst du dann, wenn du da bist. Wo ist Gani? Mein Herz schlägt schneller und ich freue mich so sehr. Gani, ich bin hier. Toni, da bist du ja. Ist das nicht ein tolles Lied? Du wolltest dir mit mir das Konzert anhören. Ja. Danke, dass ihr mich so glücklich macht. Wow. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ja. Sind Jimmy und Jenny nicht einfach wahnsinnig?
Ich hätte meinen Auftritt auch gern so erfolgreich beendet. Dankeschön. Und als nächstes haben wir einen ganz besonderen Gast. Besonderen Gast? Wer das wohl sein könnte? Lasst mich ihn euch vorstellen. Der fantastische Rapper Toni. Was? Etwa mich? Toni, rauf auf die Bühne. Wir wollen dich rappen hören, Toni. Hey, was ist hier eigentlich gerade los? Toni, wir haben das Konzert extra für dich organisiert. Das habt ihr für mich gemacht? Du warst so traurig, als du dich beim Talentwettbewerb versungen hast. Wenn du so rappst, wie du es geübt hast, wirst du wieder stolz auf dich sein können. Oh Mann, Leute. Komm schon, los, rauf auf die Bühne. Toni, Toni, Toni! Ich danke euch, Freunde. Ich werde mein Bestes geben. Yo, Toni! Gut, bist du soweit? Mhm. Es macht echt keinen Spaß, wenn der Verkehr mal steht. Du willst es nicht, aber kommst zu spät. Wir alle müssen irgendwann irgendwo sein. Willst du wissen, wie das geht? Zieh dir das hier rein. Yeah. Schau auf die Ampel, hier sind Farben zu sehen. Bei grün darfst du fahren und bei rot musst du stehen. Cool. Wow, yo, Toni. Sag, Verkehr ist cool. Verkehr ist cool. Sicherheit ist cool. Sicherheit ist cool. Yeah. Yeah. Schön, ich danke euch! Toni! 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 Toni ist der glücklichste Lieferwagen der Welt, wenn er rappen darf. Du bist toll, Toni!